Kontaktpersonen ersten Grades gehen weiterhin in Quarantäne. Ob eine Reihentestung in ihrem Umfeld erforderlich ist, wenn sie zum Beispiel eine Gemeinschaftseinrichtung wie eine Kita, eine Schule, eine Wohnunterkunft besuchen, wird künftig durch die Gesundheitsämter priorisiert nach Vulnerabilität dieser Gruppe. Das heißt, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind prioritär zu behandeln, ebenso wie Wohnunterkünfte. Und dann kann das Gesundheitsamt in Abstufung entscheiden, ob sie zum Beispiel bei einem Fall in einer Kita die Betroffenen und ihr Umfeld quarantinisiert oder ob zusätzlich noch eine Reihentestung erforderlich ist aller Menschen, die diese Einrichtung besuchen. Wir wollen in Hamburg so viele Reihentestungen wie möglich weiterhin machen, aber auch wir merken, diese Richtlinie kommt nicht von ungefähr, sondern der Druck auf unsere Testkapazitäten steigt täglich bei der hohen Anzahl von Infizierten. Darüber hinaus ist eine neue Kontaktpersonenkategorie eingeführt worden, das ist die Kategorie 3. Das betrifft Personen, die sonst Kategorie 1 wären, also Kontaktpersonen einer infizierten Person, die jetzt aber in einer besonderen Gruppe zusammengefasst werden, nämlich wenn sie Angehörige medizinischen Personals sind. Also Krankenhausbeschäftigte, Beschäftigte in der Pflege, bei ambulanten Diensten zum Beispiel, im Einzelfall auch in Arztpraxen und vieles mehr. Das soll es den Gesundheitsämtern ermöglichen, durch diese besondere Zuordnung hier auch eine besondere Behandlung walten zu lassen. Sie wissen ja, dass bei diesen besonderen Berufsgruppen im Einzelfall entschieden werden kann, dass eine Quarantäne, und das meint ausdrücklich Kontaktpersonenquarantäne, nicht bei betroffenen Infizierten, auch mal vorzeitig nach einem negativen Test aufgehoben werden kann. Und das bringt mich zu meinem nächsten Thema. Wir haben uns dazu entschieden, nach reichlicher Abwägung und Treffen der technischen Voraussetzung, dass wir das gesamte Kontaktpersonennachverfolgungsgeschäft, also das, was die Gesundheitsämter gegenwärtig so stark fordert, in Hamburg in einem zentralen Leitstand zentralisieren wollen und schrittweise Gesundheitsamt für Gesundheitsamt von dieser ja hauptsächlich telefonischen Arbeit, Nachverfolgungsarbeit entlasten wollen. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass die Behandlung und der Umgang mit infizierten Menschen weiterhin in den Wohnortgesundheitsbeamtern passiert, dass auch die zentrale Kontaktnachverfolgung nach Wohnortgesundheitsämtern organisiert ist, aber eben zentral stattfindet. Das ermöglicht uns, mehr Personal an einem Ort zusätzlich nochmal zu den Gesundheitsämtern, die auch räumlich an Kapazitätsgrenzen kommen, zusammenzuziehen und die Gesundheitsämter und insbesondere die Ärztinnen und Ärzte, das medizinische Personal in den Gesundheitsämtern von diesem, man muss wirklich sagen, Massengeschäft inzwischen zu entlasten. Wir haben in den vergangenen Tagen dort den Betrieb schon aufgenommen mit 20 Beschäftigten. Das wächst nun in diesen Wochen auf. Es wird eine sehr große Einheit werden. Zunächst werden die Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamtes Wandsbek da konzentriert. Es folgt in der kommenden Woche Mitte. Und so wollen wir Gesundheitsamt für Gesundheitsamt schrittweise durch diese zentrale Einheit entlasten. Es gibt einen weiteren Faktor, der für uns sehr bedeutsam ist, nämlich, dass wir diese zentrale Einheit auch dafür nutzen wollen, einen Arbeitgeberservice zu schaffen für Arbeitgeber in der Pflege und in der Krankenpflege, die dort dann die Möglichkeit haben, zentrale Ansprechpartner zu haben für die eventuell erforderliche Entlassung aus der Kontaktpersonenquarantäne bei ihrem Personal. Das können die jetzt schon. Jetzt ist es aber sehr aufwendig, weil sie müssen immer sich an die Wohnortgesundheitsämter ihrer Mitarbeiter jeweils im Einzelfall melden. Wir schaffen hier eine zentrale Servicestelle mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kontaktnachverfolgung für diese Kategorie 3 Personen, aber auch mit Ärztinnen und Ärzten, die dann im direkten Gespräch mit den Arbeitgebern da, wo es nötig ist, ganz zielgerichtet und hoffentlich mit sehr, sehr wenig Bürokratie auch für Entlastung in den Krankenhäusern und den Langzeitpflegeeinrichtungen vor allen Dingen sorgen können sollen.